Hallo mein junger Skywalker, in diesem Video werden wir erfahren, was getan werden muss, um die Trophäe Ich gehe da so ein paar Manöver zu kriegen. Die Aufgabe besteht darin, in Weltraumgefechten 10 Sternenjäger im Drift zu erwischen. Auf meinem Kanal habe ich bereits mehrere Videos dazu erstellt, wie man driften kann. Es gibt einen normalen Drift, einen Mikrodrift und einen Dead Drift. Und Dead Drift eignet sich am besten, um diese Challenge zu meistern. Besser erklärt, du kriegst diese Trophäe, wenn du während dem Drift den letzten Schuss an deinen Feind abgibst und er dadurch stirbt. Und sobald du 10-mal das geschafft hast, kriegst du die Trophäe. Seit dem letzten Update haben wir außerdem die Möglichkeit, die Driftrichtung zu verändern. Das bedeutet, wenn du in den Drift reingehst, dann nicht nur nach rechts, links, nach oben, nach unten driftest, sondern du kannst auch in die andere Richtung ziehen, somit deinen Feind in Drift noch verfolgen. Das bedeutet also, wenn du deinen Feind verfolgst und er auf einmal nach rechts driftet oder beziehungsweise ausweicht, dann kannst du auch nach rechts reindriften, dann ändert er auf einmal seine Richtung und du kannst im Drift noch deine Richtung auch ändern, und zwar in die Richtung, in die er auch fliegt. Hier siehst du einen A-Wing Loadout, der sich am besten dazu geeignet hat aus dem gestrigen Livestream, um diese Challenge zu meistern. Man kann damit sehr leicht und lange driften, du kannst aber natürlich jeden anderen Sternenjäger nehmen, der hier vorgeführt ist. Ich würde dir auch noch empfehlen, für die Neue Republik zu spielen, weil ihre Schiffe haben Schilder und das erleichtert die Aufgabe, weil dann kannst du in einem Run mehrere Gegner erwischen, somit kriegst du die Trophäe schneller. Ich würde dir auch noch empfehlen, einen Abfangjäger zu jagen, weil sein Rumpf eben sehr, sehr gering ist. Generell sollten wir Schiffe anvisieren, die nicht so viel Rumpfintegrität besitzen. Und folgende Taktik hat sich auch noch bewährt. Visiere deinen Feind an, schieß eine Rakete ab und sobald du siehst, dass er nicht mehr so viel Leben hat, verfolge ihn, geh in den Drift rein und versuch ihn zu zerstören. Außerdem würde ich die Suchminen aktiv verwenden. Diese kannst du dann irgendwo mitten im Gefecht abstellen. Die visieren deinen Feind automatisch an, fliegen ihm hinterher und erwischen ihn sehr gut. Und wenn er so angekratzt ist, den kannst du dann verfolgen. Visiere ihn an mit F-Taste. Drücke einfach durch. Skip dich einfach so durch deine Feinde. Und sobald du einen siehst, der nicht mehr so viel Leben hat, am besten so unter 50%, fliege ihm hinterher, verfolge ihn, geh in den Drift rein. Probiere es mehrmals, wenn es nicht beim ersten Mal geklappt hat, und du wirst es schaffen. Ich habe gestern zwar gezweifelt, dass ich das schaffen kann, aber es ist eigentlich gar nicht so schwer, wie man denkt. Lerne einfach, wie man driftet, schau dir die Videos dazu an und trainiere, trainiere und trainiere, bis es klappt. Das macht außerdem noch Spaß, wenn du diese Techniken beherrschst. Ich kann es dir auf jeden Fall vom Herzen empfehlen. Solltest du diese Challenge mit einem Bomber machen wollen, weil du nicht so gern für die Neue Republik spielst, dann nimm ihn und verwende dabei die Technik Dead Drift. Denn die Dead Drift Technik dauert sehr lange, also beziehungsweise du driftest sehr lange, und wenn du dabei einen von deinen Feinden erwischst, wirst du die Trophäe auch kriegen, das zählt. Hauptsache du befindest dich im Drift und schießt einen Gegner dabei ab. Das war's auch schon, mehr ist dazu nicht zu sagen. Befolge einfach die Tipps, schau dir die Videos an, trainiere, trainiere und trainiere. Und nach wirst du immer besser, du wirst diese Techniken beherrschen, das wird dir richtig Spaß machen und du wirst die Trophäe erreichen, so schwer ist das nicht. Auf Wiedersehen, wir sehen uns auf dem Schlachtfeld.